Ist auch okay gegen Rakan, aber kein Fan von Sens gegen zwei CTs. Ich glaube nicht, dass das Matchup gut ist. Der Method Hover gegen den Jace war echt so. Lol. Jetzt können wir 5 gegen 5 hier. Das war ein Missklick. Fuck, Mann, ich hab so scheiße gemissklickt gerade. Kill mich, Mann. Ich wollte Ghost euch die wieder und nicht Flash. Ich bin so dumm. Ich wollte einfach nur Ghosten, damit ich eventuell mit dem Ghost noch Flash mir rausholen kann. Hab dann aber fucking missgelegt und dann war Flash nass. Was halt das Savage ist. Go, go. Ein bisschen mehr Erfahrung als ich, weil er vorhin in der Lane war. Das heißt, er wird immer einen Tick über uns im Level sein. Das war nicht so der gute Call vom Card, das meiner Meinung nach. Wir hatten nicht die Poppy in der Nähe. Ja. Warum soll ich dir Double Armor Pendelung haben? Achso, Double Armor einfach nur. Keine Ahnung, hab ich nicht auch was, kann sein. Home. I think you got your facts wrong. Gas on you, I ain't never shook. Cause that's all melting. We're gonna have to tell you to in the lineup.
Ich glaube, Castle Fire gegen Valkyries wird einfach nur rumgefahren sein. Ignite. Krass, schade. Wenn der Hook getroffen hätte, wäre die auch tot gewesen für den Dreckstur. Dann wäre das dann mindestens ein 1-for-1 gewesen, aber. So, die einzige Winning Condition, die wir momentan haben, ist der Kados Permafa. Andy 776, danke für den Sub. Ah, unser einziger Mann, ich momentan ist wirklich der Kratos. Wow, ich bin reingeflasht für ein fucking Bad. Kaiste, mach was. Mach irgendwas, Junge. Irgendwas. Junge, ist so nutzlos. Aber der Fall ist auch wieder. Ja, bei mir alles fit. Junge, wir werden einfach für jede Crap sterben, Mann. Aran könnte jetzt mit einem Gank mit Level 6, das heißt. Wir könnten jetzt wieder hinter dem Rekord sein und dann Java Kang. Indem er einfach den Vegas als Jump benutzt. Jeder ist alles ein bisschen neu. Hakan ist halt immer noch nicht da, deswegen. Das Game wird hart, weil unser Botland super geeint ist schon. Das ist halt genau wie in einem Silver Game, nur genau so, wie es halt nicht hätte sein müssen. Und zwar sind die verlieren die zu hart. Okay, krass, der Kratos hat gerade eben die Solo gekriegt. Ich weiß nicht genau, wie er das geschafft hat, aber ich glaube. Fucking Elise und. Fuck diese Mann.
that there's a deadly virus that's sweeping through the urban community. Side effects cannot often be seen, and rockets will not take place. Es war wichtig, dass wir die da gerade gedoublekillt haben. Aha, aha. Ich glaube, ich will die eine Blade, aber dafür haben wir Doublekill gemacht. Kassium? Kassium, starker Champ. Ich glaube, es ist top. Akan ist top auch, ist auch top. Kann ich ihn im One-Shotten? Ich weiß nicht genau, wie die Provinz auch mal aus, würde ich sagen, oder? Hier, wir forcen auf jeden Fall seine Ultimate, ja. Ich wollte nur seine Ultimate forcen, damit er nicht mehr Killpressure hat auf meine Botlane. Wir hätten auch einfach direkt abbrechen können mit dem Chase, weil klar war, dass es keine Chance gibt, dass wir den Rakan killen können. Aber dann hätte der Ultimate noch abgehabt, was für mich eigentlich egal ist, aber halt für meine Botline sehr, sehr entscheiden kann in 2v2s. Und wir verlieren davon auch nichts. Oh, jetzt muss runterlaufen. Okay, das war okay. Nur leider ist die Poppy gestorben. Wenn die Poppy nicht gestorben wäre, wäre das echt gut gewesen. Wir hätten nämlich Spotline an die gekillt und wir hätten. Ich glaube, wir haben sogar positiv getradet gehabt. Und der Vakos fällt immer weiter behind. Ich glaube, ich muss in dem Game ein bisschen tankiger bauen als in den allerletzten Games, weil in dem Game bin ich super squishy in der Frontline. Das heißt, ich glaube, ich in dem Game gehe ich wieder Rylas. Infernal ist ab. Und für 1 für 1, okay.
Junge! Deswegen brauche ich mehr Tankiness. Ey, das reicht doch niemals, oder? What? Ich dachte ernsthaft nicht, dass das hier das gerecht hätte. Der Vaco ist einfach mal zwei Level behind der Zone. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt einen Shutdown hat. Oh, Chase, calm down, Junge. Junge, die frieden den Vaco so hart, Alter. Junge, was? Junge, dieser Katus, Alter, ohne den Katus hätten wir jetzt schon links verloren, dieses Game. Zum Glück habe ich einen Spieler mit hin. Einen habe ich mit hin. Sir Katus. Kann ich mir so aufpassen, die machen wahrscheinlich Baron jetzt. Alle verlieren. Naja, was heißt alle? Eigentlich nur Top und Bot super hart. Das heißt, Mid und Jungle können halt nicht genug carryen. Wie viele Stopwatches haben die? Unfortunate.
Trying to get me some money, G. Down south on the south side, where car seats is so for soft. If you true, we can come. If you ain't, I'll blow you off. But be the king of the tree, the one and the only main. My roof line in the sway. My seats is pulling main. Ja, klar. Ah, Poisoner. Poppy hatte eine harte Zeit, weil der diesen Double Kill bekommen hat. Sag ich ja gar nicht. Ich blame ja auch gar nicht, dass die Poppy halt verloren hat, aber. Ich finde, sie hat auf jeden Fall nochmal ein, zwei Kills echt abgeschenkt im Midgame, wo sie einfach solo-killed wurde. Und das war einfach nur, glaube ich, weil er entweder es nicht akzeptiert hat, dass er jetzt so far behind ist, oder. Ich glaube einfach, weil er es nicht wirklich akzeptiert hat. Was okay ist, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt traurig, weil das Game dadurch jetzt noch viel, viel härter geworden ist. Für alle Beteiligten. Nehmen halt auch 0 Engage, leider. Wenn wir den Rakan hätten, das wäre nochmal viel angenehmer für uns. LOL. Unfucking fortunate. Ach, egal. Ich hab's nicht. Eine Person muss es nur angreifen und wir hätten den Baron gehabt. Und es war unser Kamerad. Aber alle haben gechased. Das war wichtig. Das war wichtig, weil wir jetzt nochmal richtig lange bekommen haben, weil die haben Baron momentan. Und dadurch haben wir jetzt nochmal 30 Sekunden bekommen, wo wir farmen können einfach.
Ich brauche unbedingt jetzt ein Void Staff als nächstes Item, weil die haben nur am Amage Resistance, zeigt die, ne? More. Wir brauchen unbedingt Void Staff. Oh, ich brauche unbedingt Void Staff. Warum fighten die ohne mich? Hä? Okay, Jace macht aber mal 1v2k. Zum Glück bin ich nicht, habe ich nicht geintet, das heißt, sie können auch nicht beenden. Den Baron bekommen, gewinnt das Spiel, glaube ich. Ich glaube, ich hole mir noch einen Blueport jetzt für den Fight. Zaya ist halt auf mich geflasht, Alter. Wir müssen Baron sich holen, um das Spiel zu gewinnen, aber ich glaube, das können sie machen jetzt. Park.
Alter, der Welker ist 100 CS down, 700 Goldshot down. Läuft. Ich glaube nicht, dass ich mir Voids davor, bevor dem nächsten Kampf, vor dem nächsten Fight holen kann. Was bedeutet. Oh mein Gott, nein. Okay. Base. Das heißt, ich hole mir jetzt einmal Wagers. Einfach nur, damit ich die 10 Stacks ausnutzen kann vor dem nächsten Fight. Damit ich die 10% Movement Speed habe. So, er hat immer noch kein Flash. Oh mein Gott, Mann. Jace! Was ist für ein Damage? Wow. Actually can stop. Ich kann einfach Xayah nicht den Inhibitor-Turm anfassen lassen mit meinem W, obwohl die Baron haben. Oh mein Gott, das war gut gespielt von der. So gut gespielt von der Elise. GG's. Portland Defense, Jungs, war zu hoch. Damn, tut mir leid für den Kratos. Der Kratos hat echt gut gespielt, aber. Ich glaube wirklich, dass wenn die drei hier besser gespielt hätten, dass wir jetzt noch das Game hätten gewinnen können. Rest in Peace, Sonsi Aster, Lewis jetzt in. Ich weiß nicht wie vielen Games. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Wins, das ist der Winning Streak gebrochen worden. Schade. I'm gonna go get some more.